Wie lauten eure Befehle, Großmeister? Wir sind nicht viele, aber wenn wir es geschickt anstellen, könnten wir die Nerimesen... Könnten wir nicht. Hier oben haben wir gerade mal 5 Dutzend und die Nerimesen sind zu Tausenden. Und sowohl unser Brandöl als auch das Schwarzpulver befindet sich unten in der Kaserne. Dann ist der Krieg verloren. Was? Reißt euch zusammen, verdammt nochmal! Nichts ist verloren! Alles, was wir tun müssen, ist die Nerimesen wieder aus der Stadt vertreiben. Und wie genau sollen wir das tun? Indem wir die Feuerspucker mit Zuckerminze beladen und die Nerimesen mit Kräuterbällen beschießen? Ja! Elender! Ruhe! Merayil und Sharim haben recht. Ark ist verloren. Aber der Krieg gegen die Hohen nicht. Noch ist das Leuchtfeuer intakt. Und das wird es auch bleiben, solange wir den Tempel halten. Und alles, was uns nun noch fehlt, ist der Numinos. Wir werden das Leuchtfeuer entzünden. Und dann? Ich glaube nicht, dass Korek besänftigt abziehen wird, wenn wir die Hohen und damit seinen Aufstieg für immer unmöglich gemacht haben. Das wird er auch nicht. Und deshalb werden wir kapitulieren. Was? Es ist die einzige Möglichkeit. Wie ich der Truchessa sagte, diese Schlacht geht um mehr als nur um uns. Wenn wir uns hier und jetzt ergeben oder uns in dem Schlachtfeld dort unten töten lassen, wird Korek das Leuchtfeuer zerstören und die Läuterung geschehen lassen. Und dazu darf es nicht kommen. Deshalb werden wir den Numinos finden und das Leuchtfeuer entzünden und uns anschließend ergeben. Ja, das wird er. Wir werden sterben, aber es gibt keine Alternative. Korek ist nicht Manns genug, selbst an der Schlacht teilzunehmen. Und die einzigen, die wir dort unten töten würden, wären verblendete Infanteristen. Ihr Tod wäre so sinnlos wie dieser ganze Krieg. Sind die Hohen besiegt, können wir gehen. So einfach ist es. Aber nein, wir sind Krieger und wahre Krieger kämpfen. Das habt ihr wahre selbst... Wahre Krieger stellen Fragen. Wie die, wann aus dem Kampf für Ideale nichts als ein Kampf für seinen eigenen Stolz geworden ist. Das dort unten, Kommandantin, das sind nichts als verblendete Schlechter. Und wir sind mehr. Aber ich werde euch nicht aufhalten. Sobald das Leuchtfeuer entzündet ist, steht es euch allen frei zu gehen. Aber nun werdet ihr diesen Ort verteidigen, während wir den Numinos suchen und finden. Erzmagister, habt ihr das Wort der Toten? Ja, habe ich. Aber wie wollt ihr von hier aus in die Unterstadt gelangen? Das überlasst mir. Kommandantin, versammelt die verbleibenden Wächter. Ich werde eine Ansprache halten. Okay. Ja, finde ich aber an sich einen gar nicht so schlechten Plan von Tialor, muss ich sagen. Das lässt mich doch wieder so ein bisschen hinter ihm stehen, weil... Ne? Es ist halt so... Ja, ne, finde ich ganz okay, muss ich sagen. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt, wie wir das jetzt hier machen wollen. Wir haben jetzt einige Probleme. Und nein, man muss sich auch ein bisschen fragen, zu welchem Preis wir das Ganze machen. Ich meine, ja, aber... Gut, mit der Läuterung geht es natürlich um mehr als nur um uns. Es geht ja nicht nur um Enderal, es geht eigentlich um die komplette, um die komplette Welt hier. Ihr alle wisst, was geschehen ist. Wir wurden verraten von unseren eigenen Brüdern und Schwestern. Doch während ich spreche, herrscht dort unten Krieg. Der Hass der Nerimesen richtet sich nicht nur auf uns. Sie töten alle, weil wir in ihren Augen verblendet sind. Und egal, was wir tun, wir werden sie nicht aufhalten können. Ich weiß, was ihr nun fühlt. Ihr fühlt Wut auf sie und auf die in unseren Reihen, die uns das angetan haben. Aber damit tut ihr ihnen Unrecht, denn sie wollten uns beschützen bis zum bitteren Ende. Selbst Korek und seine Soldaten sind frei von Schuld. Ja, sie mögen kurzsichtig und verblendet sein, aber auch sie taten das, was sie für das Richtige hielten. Falls etwas wie Schuld existiert, dann trifft sie einzig und allein die Hohen. Sie, Brüder und Schwestern, sie sind es, die all das zu verantworten haben. Sie haben weder Mitgefühl noch Verstand und ihr einziger Daseinszweck ist unsere Vernichtung. Sie sind Feiglinge, die uns aus dem Verborgenen gegeneinander ausspielen wie Marionetten. Und sie glauben, dass sie uns in die Knie zwingen können wie all die anderen. Aber das wird ihnen nicht gelingen, weil wir noch hier sind.
Wir sind noch hier und wir werden uns nicht brechen lassen. Und wir haben das Leuchtfeuer, das einzige, das imstande ist, diesen Wahnsinn zu beenden. Und genau das werden wir tun. Danach steht es euch frei zu gehen. Flieht, kämpft, tut, was ihr für richtig haltet. Ich selbst werde mich ergeben, weil jeder vergossene Blutstropfen, wenn die Hohen besiegt sind, hinfällig wäre. Und selbst wenn die Nerimesen mich töten, wird mein Tod ein Zeichen sein. Und zwar eines, das Korek nie verstehen wird. Nämlich, dass aus Hass nur Hass entwächst. Das ist es, was uns die Geschichte der Menschheit lehrt und was die Hohen stark macht. Steht bei mir, wenn der Moment gekommen ist oder geht. Aber bis dahin kämpft und ehrt all die, die bereits ihr Leben lassen mussten. Jawohl! Oh. Oh, juhu! In den Kampf oder auch nicht. So. Ja, es wird auch ganz interessant, was wir genau machen werden. Weil, ne, ergeben wir uns, fliehen wir, was tun wir? Das müssen wir uns tatsächlich auch noch überlegen. Bin mir noch nicht so ganz sicher, sollten wir vielleicht auch mit Kalia einfach besprechen, glaube ich. Und, naja, werden wir da aber sehen, weil erstmal, bevor wir uns überlegen, was wir machen, wenn wir die Hohen besiegt haben, sollten wir erstmal die Hohen besiegen, ne? Deswegen werden wir das jetzt mal angehen und, bin gespannt, wie wir das hinbekommen. Vor allem, weil wir jetzt tatsächlich, ich bin wirklich gespannt, weil wir auch, wie gesagt, ein anderes Ende wohl haben werden, als ja, als die ich schon kenne. Das heißt, ich bin ernsthaft gespannt, was passiert. Ich habe mich extra noch nicht spoilern lassen, wie das Ende wird. Und entsprechend bin ich genauso gespannt wie ihr. Ich weiß doch schon grob, was passieren wird. Aber wie gesagt, irgendwo muss es sich ja unterscheiden. Und ich bin echt gespannt, wo und wie. Und wenn die im Hohen besiegt sind, bin ich auch echt gespannt, wie unser Kollege reagieren wird. Unser Korek, weil für ihn gibt es ja eigentlich auch keinen Grund mehr, wirklich zu kämpfen. Ne, dieser Aufstieg in eine höhere Existenzebene ist ja dann verwehrt für immer. So, wahrscheinlich wird er in Rage verfallen und uns erst recht alle töten wollen, aber in irgendeiner Weise hat er ja auch keine Begründung mehr. Und wenn wir uns dann ergeben, ja, bin gespannt, was passiert. Bin wirklich gespannt. So. Wir sollen ja in sein Thronzimmer gehen. Moment, da müssen wir hier lang. Das kennen wir mittlerweile ja auch schon ein bisschen zumindest. Und dann schauen wir mal. Vor allem, ne, der Plan ist jetzt irgendwie ganz nach unten zu gehen, wo ja die alte Stadt der Pyrrha ist. Wir wissen aber immer noch nicht, wie wir da hinkommen. So, wenn jetzt auch noch die ganze Stadt belagert, das macht es nicht einfacher. Sag ich mal ganz vorsichtig. So, hier sollte man, glaube ich, keine Waffen brauchen bisher. Ich mache gerade mal hier nochmal einen ordentlichen Speicherstand. So. Da geht sie dahin. 4000 Jahre. Und nun steht sie in Flammen. Es ist ein Trauerspiel. Okay, 4000 Jahre. Okay, dann ist es nicht 100.000, sondern da sind es wahrscheinlich eher so 10.000 Jahre, die diese alte Stadt schon. Aber auch da müsste sie eigentlich schon sehr, sehr verfallen sein. Ihr habt gesagt, dass wir den Numinos finden werden, aber wie sollen wir mit all den Nerimesen zum Eingang dieser Stadt der 1000 Fluten kommen? Es gibt einen anderen Weg. Aha. Ihr wisst vermutlich, dass der Orden nie stolz auf die Unterstadt war. Ja. Und aufgrund eurer Machenschaften wisst ihr auch, dass der Orden und die Ralata eine Abmachung haben. Ihr herrscht unten und wir oben. Aber tatsächlich ist das nur die halbe Wahrheit. Der Orden hat die Zügel nie ganz aus den Händen gegeben. Es gibt eine Sicherheitsvorkehrung. Für den Fall, dass die Dinge außer Kontrolle geraten und die Unterstädter revoltieren. Und hier, meine Freunde, wird es gleich ziemlich übel. Haltet euch fest. Sicherheitsvorkehrungen. Ich kann mir schon denken, in welche Richtung das geht. Vermutlich. Ich mache es kurz. Es gibt ein Schachtsystem im Königsberg. Es wurde erbaut, um im Notfall Giftgas in das gesamte Höhlensystem der Unterstadt leiten zu können. Ja, ihr habt richtig gehört. Ja. Ja. Niemand würde entkommen.
Wir sprechen hier im Endeffekt über Vergasen, richtig. Ich sag schon, das wird hier übel. Man sieht den Orden mal wieder in einem ganz anderen Licht. Hinab und hinauf, ja. Die Mirimesen werden nichts bemerken. Wir steigen hinab, wir finden den Numinos und wir entzünden das Leuchtfeuer. Dann, ihr wisst, wie es weitergeht. Zumindest für mich. Trefft Charim und mich, sobald ihr bereit seid, vor der Schatzkammer des Ordens. Und bringt eure Geliebte mit euch. Oh. Wir treffen uns vor der versiegelten Tür. Alles klar. Ja, und erstmal, ja, wir werden jetzt kein Gas loslassen. Zum Glück. Das wäre dann wirklich, das wäre dann wirklich übel. Aber dennoch, allein, dass diese Vorkehrung existiert, ist halt, ich meine, für uns ist es erstmal ein großer Vorteil, weil wir dann dadurch natürlich unbemerkt in die Unterstadt kommen. Aber, also, ja, weiß ich nicht. Also, es hat so einen üblen Beigeschmack, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Gut. Ein Glück kam das zumindest nie zum Einsatz. Und ich meine, rein theoretisch könnte er sich das ja jetzt ernsthaft überlegen. So, wenn die Nirimesen ja vermutlich auch in der Unterstadt sind, könnte er im Verlust der eigenen Streitkräfte oder der eigenen Leute, die Unterstadtleute, von denen hält der Orden ja nicht so sonderlich viel, könnte er damit tatsächlich einen Großteil der Nirimesen ausschalten. So, das wäre eine Option. Ja? Und deswegen finde ich es gut, dass er die scheinbar nicht mehr wirklich in Erwägung zieht. Denn, na, wie er schon sagt, also eigentlich ist es ja alles irgendwo auch egal. So, und finde ich auf jeden Fall gut, dass er das nicht in Erwägung zieht. Und stattdessen, Prophet, wir werden hier tun, was wir können. Das ist gut. Beeilt euch. Ja, ich beeile mich ja schon. Nee, also wie gesagt, finde ich gut, dass er das nicht in Erwägung zieht. Es liegt wahrscheinlich einfach auch daran, dass wir ja durch die Gänge wollen. Und nein, wenn der Giftgas drin ist, haben wir auch ein Problem. Aber, ja, dennoch, ne, finde ich gut, dass es zumindest jetzt hier nicht in Erwägung gezogen wird. So, Kalia. Wir müssen wieder auf Mission. Ein letztes Mal vermutlich. Saira. Kein schöner Anblick, was? Ja, wirklich nicht. Nein. Und so unnötig. Ich meine, wie verblendet muss man sein, um zu denken, so ein Massaker sei etwas Rechtes, etwas Gutes. Naja, was meinte der Großmeister? Wie sollen wir in die Unterstadt kommen? Ja, wir werden es erzählen. Naja, es gibt da so ein Schachtsystem im Königsberg, über das im Notfall Giftgas in die Unterstadt hätte geleitet werden sollen. Ja, wir können es nutzen, um hinabzusteigen. Ein für Völkermord entworfenes System entpuppt sich als unsere Straße zur Rettung. Wenn das Schicksal eines hat, dann einen Sinn für Humor. Ja. Naja, ich hätte noch eine Frage an dich, bevor wir gehen. Ja. Wenn alles so kommt, wie Arantiales vermutet, wirst du dich ergeben? Spannende Frage. Ja, wir wählen mal das Obere. Ja. Ich weiß nicht, ja, ich meine, man versteht schon den Gedanken dabei, aber welchen Sinn hat es denn, mein Leben fortzuwerfen? Allein schon wegen uns beiden. Ich nehme mal das Obere. Ich finde es interessant, dass wir nicht auswählen können, dass wir uns tatsächlich ergeben wollen. So, dass die Option haben wir hier gar nicht. Ne? Finde ich interessant. Also von dem her, vermutlich hat das Spiel einfach einen festen Plan, so was wir machen. Und entsprechend lässt es uns gar nicht die Möglichkeit, was anderes hier zu antworten oder so. Keine Ahnung. Wegen uns beiden. Es erleichtert mich, dass du das so siehst. Warten wir ab, was geschieht. Vielleicht können wir durch das Tunnelsystem ja aus der Stadt fliehen, wenn alles vorbei ist. Ich gehe schon mal runter. Komm einfach, wenn du soweit bist. So. Und ja, ich schaue gerade hier auf die Uhr. Ja, ich glaube, unser Weg in die Unterstadt wird dann doch eher in der nächsten Folge passieren. Aber wir können auch ganz kurz hingehen. Das Tor ist mittlerweile verriegelt, wie man sieht. Oder hier so versiegelt, ne?
Wenn sie attackieren, dann werden sie wie die der Stadt. Und hier werden Forkjungen getroffen, das heißt, da ist wahrscheinlich der Turm auch irgendwie bemannt mit Bogenschützen. Man sieht es. Ah, oder hier die Mauer, guck mal hier. Da, also ja, viele Leute haben wir nicht. Aber es muss. Und da oben ist auch einer. Aber es muss erstmal reichen. Es muss einfach erstmal reichen. Und ja, es ist. Ja, die ganze Geschichte ist schon etwas abstrus, so. Also, die sind schon ein bisschen sehr schräg drauf, die Neremesen. Das muss man schon sagen. Dass sie sagen, oh ja, hier, sämtliche Menschenopfer sind okay, um uns auf eine höhere Ebene zu stellen. Und also. Aber ihr wisst ja, wie Menschen sind, ne? So, ich glaube, wir müssen hier runter. Durch die Schatzkammer des Ordens. Ist auch schön, dass diese Giftgasanlage direkt bei der Schatzkammer ist. Es ist wirklich, ja, das Schicksal hat einen Sinn für Humor. Das kann man schon auch so sehen, ja, irgendwie schon. Oder halt einfach die Entwickler. Okay, wir müssen doch woanders lang. Upsi. Ich dachte, es wäre hier unten. Wahrscheinlich müssen wir erst die anderen treffen und dann geht's hier runter. Weil ich bin mir recht sicher, dass es hier unten reinging. So, dann schauen wir mal. Oder es geht da durch den Keller, das kann auch sein. Dass es da einen Keller gibt, wo wir runterkommen. Ja, vermutlich geht es sogar so. Naja, es gibt, glaube ich, zwei Wege darunter. Und der eine ist eben hier außen lang, aber den sollen wir wohl nicht gehen. Stattdessen gehen wir wohl hier rein. Okay, wir können auf der anderen Seite reingehen, wir gehen jetzt aber auf der Seite rein und das ist eigentlich egal. Und dann, oh Freunde, es nähert sich wirklich dem Finale. So, oh. Es wird spannend. Es wird wirklich spannend. Wir werden hier tun, was wir können. Aber beeilen. Ja, ich beeile mich ja schon. Ich muss nur den richtigen Weg finden. Ja, hier geht es nämlich auch in den Keller. Genau. So, kommen wir eigentlich fast genau an derselben Stelle. Wir hätten auch drüben reingehen können, aber naja, gut. Jetzt sind wir hier. Oh, wen haben wir hier? Ein Hüter. Okay. Und ab geht's ins Gewölbe. Und da sind wir. Natürlich sind ja noch Ratten. Klar, warum auch nicht? Ist ja nur gerade der Großmeister hier durchgelaufen und noch andere Kollegen. Aber die Ratten haben sie natürlich nicht. Nee. Zum Glück scheinen die ja keine Krankheiten zu übertragen. Sonst wäre das echt ätzend. Hier geht's lang. Okay. Und ja, wir waren ja schon mal. Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Damals meinte ich nämlich noch, oh ja, da müssen wir wahrscheinlich immer lang. Der Orden der Götter ist wirklich kreativ, Arathea. Meine Hochachtung. Sie sind da. Komm. Ja, er ist kreativ. Er ist wirklich kreativ. So, und jetzt wird hier... Wie funktioniert das, Großmeister? Es ist ein Siegel. Und es reagiert nur auf das Schwert des Großmeisters. Aha. Folgt mir. Interessant. Ich werde an der Stelle mal speichern. Und ich glaube, dass wir tatsächlich mal eine kleine Folgenpause einlegen. Oder wie seht ihr das? Ja, wir sind jetzt wirklich so. Jetzt kommt so wirklich das Finale. Und ich glaube, das werden wir uns tatsächlich dann für die nächste Woche aufheben. Und dann werde ich ja, glaube ich, mal schauen, dass ich das in etwa in 5 Folgen packe dann. Das ist dann wirklich das komplette Finale. Aber mal sehen, wie es genau zeitlich hinkommt. Das kann ich jetzt noch nicht hundertprozentig einschätzen. Aber ich werde mal mein Bestes versuchen. So, das heißt, ja, nächste Woche geht's weiter. Und es wird spannend. So, ich hoffe, ihr seid dann entsprechend wieder dabei. Und ich hoffe, wir können hier irgendwie die Menschheit retten, was es noch so zu retten gibt. Ja, es ist schwierig. Es ist nicht immer schön. Ne? Es kommt halt manchmal auch einfach anders, als man will. Aber gut, man steckt nicht wirklich drin. So, okay. Dann, nächste Folge geht's entsprechend weiter. Bis dahin wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und ciao.